Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ranked mit meinem Main auf Diamond 5. 0 Punkte. Läuft. Shizuno und ich spielen nur Lane, die wir letztens mal gezockt haben. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und zwar Kog'Maw Lulu. Hat in der Aufnahme relativ gut geklappt. Early Game sehr scheiße. Jetzt werden wir mal versuchen, halt auf einem etwas höheren Niveau zu spielen. Nämlich Diamond 5. Die Gegner haben auch wieder sehr wenig CC. Weswegen ich dachte, das wäre eventuell eine gute Idee. Die haben den Swain. Der mich ein bisschen abhalten kann, aber eigentlich auch nicht großartig. Gragas könnte ein bisschen nervig werden und vor allem die Lane, ne? Lucian und Jenna ist ein bisschen nervig. Aber wenn man ein bisschen stallt am Anfang und eventuell bis zum Blade geht, dann schafft man das. Und so schwach ist Kog'Maw jetzt auch nicht. Wenn wir einen guten Jungle-Gank bekommen, dann kriegen wir das auch easy hin. I come at level 3 top. Swain will push me anyway. Oh, ist ja sowieso so. Swain wird die ganze Zeit pushen. Wir haben eine Diana. Diana ist halt auch richtig sick. Holy fuck. Die schreiben auch wieder nur dezent viel, oder? Ja. Ich mag das ja eigentlich, wenn die Leute kommunizieren, ne? Wenn die irgendwas absprechen. Aber das Schlimme ist, dass solche Leute, die meistens kommunizieren, dann auch die Leute sind, die übel upragen, wenn die verlieren. Die schreiben dann immer 80 Milliarden Sätze rein. Bestimmt Project Lucian, pass mal auf. Warum haben die eigentlich Project Minions? Ach, die Gegner auch. Ja, ist Project Lucian. Aber ich will mal Lucio sagen. Hey, fucking Overwatch. Ja, bei mir ist die genau andersrum. Mein Overwatch sage ich Lucio. Lucian. Na, ah, direkt. Oh, der Wort ist drinne? What? Okay, der Trap war vielleicht nicht so optimal, glauben wir uns. Ja doch, du hast ihn ja gedamaged. Ja, ich hab Lucian gedamaged und Jana auch ein wenig. Hättest mir das Schild geben müssen, dann hätten wir die komplett outtraded. Geil, ne? Wir haben auf jeden Fall Spaß. Der hat auf jeden Fall kein Flash. Muss ein bisschen aufpassen, denkt dann, die haben einen Gragas-Jungle, ne? Könnte sein, dass der einfach early game runterkommt. Würde mich sogar nicht wundern. Arrest ihn nur noch. Ah, ne, ist Toplane. Gib mir mal Speedbuff Level 3, bitte. Ah, dauert noch bei mir ein bisschen, Level 3. Nice. Hat anscheinend gut geklappt. Oh shit. Gut, dass ich nichts sagen muss. Nee, ne? Danke fürs Aggro nehmen. Ding. Macht man das? Ist ein guter Spieler, ne? Mhm. Ja, dass die Lane jetzt schon verlieren, ist ein bisschen schwacho. Aber, ne? Kog'Maw Lulu ist gar nicht so schwach. Ne, ihr seht ja, die Autotext, wenn man Free Trades hinkriegt, ne? So wie wir das gerade gekriegt haben. Dann ist vorbei, ne? Können die nichts machen. Brauch noch ein bisschen mehr Gold. Lass mir mal bitte den großen wenigstens. Ich wollte nicht nehmen. Ich hab auch gerade nur Ring. Ich brauch noch ein bisschen Gold. Wir sollten gehen. Ich brauch 40 Gold nur. Das kann ich auch warten. Okay. Ich hab jetzt Bilgewater. Das ist halt mega sick, Alter. Bilgewater nach 4 Minuten ist ultra. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Können wir viel mit anfangen. Denn jetzt haben wir nämlich auch auf jeden Fall das größte Problem eigentlich ausgemerzt, was wir in dieser Lane haben. Denn wenn die Gegner einmal aggressiv spielen, dann haben wir das Problem, dass wir keinen Sustain haben. Mit einer Lulu kannst du zwar auch traden, aber mit einer Jenna kannst du eigentlich immer safer traden, weil du ein ziemlich gutes Schild hast und gleichzeitig noch ein Damage Improve. Und dementsprechend ist das um einiges leichter, damit zu traden.
Und ich habe auch keine Summoners mehr, das heißt, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein. Oh oh. Lauf doch nicht dahin, nicht zu dem. Fuck! Ja. Vor mit. Oh, siehst du das? Der hat halt ein Longsword. Ich hab halt einen Bildschwader. Das ist halt, ja. Oder, das wollte ich nicht. Ja. Gragas Flash. Das ist das, meinte ich. Gragas Flash. Das war ziemlich dumm von mir. Ich weiß aber auch nicht, von was ich da auf einmal so viel Schaden bekommen habe, weil der Gragas war es nicht. Ich glaube, es waren tatsächlich die Minions, in die ich richtig dumm reingemoved bin. Ja, der killt den einfach alleine. Den einfach alleine gekillt, what the fuck? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe Boots jetzt. Übrigens auch so ein Tipp, ich kann euch nur empfehlen, Boots relativ früh mit Kog'Maw auszubauen, denn das ganze Attack-Speed bringt euch nichts, wenn ihr nicht hinterherkommt, um die ganze Zeit Attacks zu procken. Deswegen ist auch Lulu zum Beispiel ein sehr guter Pick oder eine Nunu. Weil ihr da einen Movement-Speed-Buff auch nochmal zusätzlich bekommt. Und das ist halt beides zusammen halt echt ziemlich gut. Ja. Ah, der Lucian ist auch erstmal Level 4. Ja. Ja, das war ziemlich dumm von mir gerade. Man darf halt nie vergessen, man ist trotz all dem Feed, den man bekommt, eventuell ist man trotzdem nur ein AD Carry. Das darf man nie außer Acht lassen. Gerade ist in Mitte, ne? Meinetwegen hab ich ein Handgame. Bin 3 wieder ein Schild. Ja. So. Lass mal kurz ein bisschen zurückgehen. Gragas ist Miss. Ich glaube, der kommt auch Botlane. Kannst du. Hast du eine Ward? Ich habe kein Ward, warte. Ich warte, warte. Ich hab noch Heal up. Ja, die aber auch. Naja. Der hat kein Schild gerade. Nee, Gragas ist hier. Safe Call. Gragas wird 100% hier hocken. Ich sag dir, Toplane haben die gerade gekillt, der ist bestimmt hier. Ich hab keinen Bock. Ja, siehst du, da ist er. Sag ich so. Er sei set, Mate. Er sei set. Ja, hätten wir direkt wegkriegen sollen. Ich wusste es. Ich hab's direkt gerochen, dass er da ist. Wir hätten es einfach lassen sollen, komplett. Das ist der einzige Weg, wie die uns killen können, indem die sowas machen. Schade. Dann hat auch nichts mehr. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch mega schwach, wenn die so eine Lane verlieren, weil wir haben eine der schwächsten Early Game Lanes und die haben eine der stärksten. Yep. Das ist halt schon sehr schwach, wenn du da gegen eine Lane zwei Kills droppst. Deswegen wären wir da weggegangen, wäre ich auch Safe Call weggekommen. Wird das was? Okay, mach das gut. Wow, die haben noch gestayed. Nimm doch die da. Nimm doch die da. Ash. Wow. Tschüss zu nehmen. Ich bin mehr Damage Mode, als ich gedacht hätte. Wir müssen versuchen, den ersten Tower zu bekommen. Ja, wahrscheinlich nicht schaffen, aber naja. Okay. Not sure. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Mal Warden. Da man Pink drin. Ich bin weg.
Tatsächlich habe ich ja schon in der Kogmalulu-Folge gesagt, dass ich nicht so gerne Ragebait baue. Aber weil ich es nicht mag, oder? Nein, ja, ich weiß. Wir sollten jetzt einfach reinpushen. Einfach reinpushen und den Tower nehmen. Oh, einfach den Tower nehmen, Tower nehmen, Tower nehmen, Mensch. Das bringt mich so ahead, Alter. Ja, den Tower kriegen wir auf jeden Fall. Geh am besten weg. Lass mir den Tower Gold. Oh ja, Alter. 650 Gold, Alter. Ich hab halt Blade jetzt, ne? Okay, das ist immens. Das ist huge. Ich musste den einen Q von ihm halt flashen, weil sonst hätte er mich gekillt. Alles super. Ich habe auch nicht einmal im Teamfight meine Ult gemacht, das, oder in unserem Fight generell. Oh ja, das ist huge. Schön auch noch fast meine Attacks und Boots ausgebaut. Der Dings von denen hat übrigens 0-4, ne? Der Swain. Ja, der ist halt richtig tilted. Gleich 0-6. Ne, 0-5. Okay, Flash. Flash raus, sehr gut. Das ist gut, dass er den da oben sittet, weil du brauchst den eigentlich nur zum Tilten bringen. Dann wird der komplett useless sein. Vor allem, weil der einzige, naja gut, Gragas geht halt auch komplett squishy, sehe ich gerade, lol. Ja gut. Bratz, bratz, bratz. Schade. Der ist alleine hier? Ja. Schade. Schlimmste ist der Prozentual-Damage mit Kog'Maw an Baron. Der wurde gerade der Watch geklärt. Ja. Ja, irgendwo wird auch hier jemand hocken. Ja, der ist er. Ja, der Gragas soll mal ruhig hier bleiben, der Spacken. Auch nochmal One gehen? Ja, der wird bestimmt da hocken. Ja. Ne, hockt er nicht. Nice. Der Swain ist halt useless komplett. Ah, die sind ihn aber auch zu Tode. Da, Gragas wäre da. Piss dich doch mal einfach, alter Gragas. Der Typ ist halt immer noch hier, ne? Safe Call. Der kommt halt einfach von hinten. Du solltest mir einfach, musst mir ganz wichtig immer Speedbuff geben, ne? Wenn ich WM mache. Ne, nicht für Attack Speed, aber für Movement Speed. Ja, für beides. Was? Hast du noch Ult? Ja, das hat er. Ja, das war mega dumm von mir. Ich hab ihn gesehen und geh trotzdem nach vorne. Ja, das war mega dumm. Ja, gehöre ich auch gestraft für. Ah, shitte. Aber das ist krass, dass die so sitten Botlane immer noch, ne? Ja, guck mal, sieht man, was in der Mitte davon bekommt. Die kriegen halt gar nichts, ne? Weiß nicht. Also ich glaube, dass das nichts bringt, den Lucian fett zu machen. Gar nichts. Also die werden mich halt im Teamfight nicht rausnehmen können. Wenn du mich ultest, wenn nur der Gragas an mir dran steht, kriegen die mich niemals raus. Never. Ich fisse den einfach komplett. Sobald ich Runelands hab, mache ich so viel Damage an dem, dass der einfach platzt. Vor allen Dingen habe ich auch noch Malphite, ne? Oh, das ist schade, Mann, dass der Ding... Oh, Leute, Alter, der hat 0,6, ne? Minute 14. Vor allen Dingen wird der bestimmt auch übel salty sein, der Typ. Macht mal ein Fragezeichen in euch, Chat. Nee, ich bin ja kein BM-Boy. Wir könnten mal für Drake gehen. Oh, oh. Alter, wie schnell der... Hat der geflasht, ja, oder? Ja. Sollten Drake machen.
Was? Die Botline. Okay. Der Kragas ist gar nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass der viel machen wird. Gegen den Rengar sowieso nicht, weil der ist halt mega squishy, der Boy, ne? Der das Problem ist halt. Wenn du im Team stehst, bleibst du noch so lange live, bis. Das ja, Malfahrt einfach unten kann, dann sind die auch laut tot. Ja, eben. Ich meine, die müssen so viel aufwenden, damit du überhaupt stirbst. Ja, das ist ja das Schlimme an Lulu, ne? Diese Protected Kog'Maw-Kombo ist ja schon immer strong gewesen, eigentlich. Reengagen, ja. Ja. Ich hasse, das dauert halt so ewig lang, der TP jetzt, ey. Ja, deswegen ist TP auch useless, finde ich. Mhm. Also nicht useless, aber es ist halt nicht mehr so gut wie früher. Bei weitem nicht mehr. Tschüss. Das Game ist vorbei. Ich glaube, das können die nicht mehr gewinnen. Müssten schon immense Fehler machen, damit wir das noch throwen. Weil der, wie du schon sagst, ne, die müssen halt, um mich zu killen, auch viel aufnehmen. Und dann haben wir noch einen Rengar. Ne, ich bin nicht mal der Gefiedelste. Genau, das ist es nämlich. Ich bin immer noch, ich bin halt gut in-game, aber der Rengar hat halt 10-0, ne? Das ist halt komplett sinnlos. Ja, man muss eigentlich mit Kog'Maw nur das Early Game überleben. Und dadurch, dass ich halt relativ schnell einen Blade hatte, Minute 11, ist halt eigentlich nie der Fall. Gerade gegen diese Lane. Ich habe eigentlich gedacht, wir gehen 0-5 oder so von der Lane. Sehr gut. Mach, komm mal ran. Sehr gut. Der kann den auch gut gebrauchen, der Boy. Die haben auf jeden Fall Bock. Oh. Voll leider nicht mehr dran. Flash Exhaust Ult, Jana, hast du gehört, ne? Ja. Ich hab meinen Runons ready. Jetzt kann der Spaß losgehen, Boys. So. Jetzt werden wir uns noch ein Dings holen. Jetzt werden wir uns noch ein Phantom Lancer holen. Can you guys report to Swain? Ich weiß nicht, wenn er toxic ist, reporte ich den. Wenn er einfach nur ein scheiß Game hat, reporte ich den nicht. Ich weiß nicht, der Gragas hat halt die Botlane gesittet, ne? Ich könnte auch jetzt auf den Ginzo gehen, aber. Weiß nicht, ich feiere Ginzo echt nicht so sehr. Ja, nicht zu spät, schätze ich. Ja.
Wo ist der Lucian? Lang. Weiter schön sie sieht. Hold Buddy. What? Okay, gehen wir mal B. Was holen wir uns noch? Holen wir uns jetzt echt Phantom Dancer? Hm. Können wir eigentlich machen. Ist eigentlich eine gute Idee. Diese Boys. Der echte Periglol? Wow. Er hat doch die ganze Zeit schon gegen mich gelaint, oder nicht? Hat das schon nicht gesehen? Rengar ist ein Deutscher. Flash! Ja, ich reporte den Jazz. Der Jazz ist Safe Call Toxic. Safe Call ist der Toxic. Ruft mich jetzt erstmal der Sven an, Alter. Wer ist Sven? Kumpel von mir. Geh doch an. Oh. Du bist so ein Dreckiger, ne, wirklich. Ich hoffe, du schämst dich in Grund und Boden, du ekliger Mensch. Hat eigentlich mein Herz erfreut. Gib mir mal lieber mein Schild. Ja. Das ist deine einzige Aufgabe hier in dem Game. Erfüllt das. Nehm mal ich. Meiner. Ah, okay. Machen Baron. Hm. Unlucky. Der Chase ist halt toxic as fuck, safe girl. Der schon schreibt nice Ulti-Janna. Warum geht der auf mich, der Tower? What the fuck? Manchmal frage ich mich echt, was das soll. Hast du noch Ult? Nee. Aber Schild, oder? Kannst du mir Schild geben? Fun, fun, fun. Guck mal, balanced. Vor allem mit Lulu. Achtung, hier kommt jemand. Er hat geflasht. Oder? Oh Leute, das war unsere. Oh, oh, okay. Tschüss. War schön mit dir, Schizolo. Unlucky. Mir ist eigentlich egal, was ich mir kaufe. Ich hole mir Red Buff. Phantomdanzer! Diana habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Vor allem bei Kog'Maw sieht das so übel dumm aus. Ich finde, bei dem kann man extrem schlecht wegflashen. Also bei dem mal herfliegen? Oder irgendwie schon? Ja, wie Leute da wirklich denken können, dass sie wirklich nicht flamen, oder? Das ist doch Flame. Das ist die Definition von Flame. Wenn der im All-Chat die ganze Zeit rumjammert über die Elo und über die Leute auf der Botlane und auf der Toplane und was weiß ich nicht wo alles. The fuck? Was ist das denn sonst, wenn kein Flame? Kritik? Kritik, ja. Kritik, ist es Diamond? Wirklich. Manche Leute sind echt merkwürdig. Echt komisches Spielverständnis. Alter, wie wir den wegbrutzeln, ey. 3, 2, 1. Nee. Nee, nee. Nice try. Schön den Damage Graph hochmachen. Ja. Schön mit Runans nochmal die Damage. Achtung, bist du bereit? Oh, lol. What? Achtung! Bumm! Nochmal den Damage Meter hochgepusht. Cool, Leute, wie gesagt, was davor? Schreibt eure Meinung mal rein. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich sage euch, das ist sehr, sehr tricky. Early Game. Man hat ja gesehen, einen Fehler direkt Doppelkill für die Botlane von den Gegnern. Man muss da wirklich sehr, sehr achtsam sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein!